Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn ich den Vorrednern lausche, also wir führen hier keine Debatte über die NATO. Man kann auch für die NATO sein, ohne für hemmungslose Aufrüstung zu sein. Und ich finde, wenn am kommenden Sonntag sich zum 100. Mal das Ende des Ersten Weltkrieges jährt, den Krieg, in den mein Großvater noch gezogen ist, unter der Parole, jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos, etwas, was wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können, dann muss es uns doch besorgen, dass im letzten Jahr die weltweiten Militärausgaben auf 1,74 Billionen Dollar angestiegen sind. Das ist doch das Problem, mit dem wir uns auseinanderzusetzen haben. Und es muss uns doch besorgen, wenn die größte und stärkste Militärmacht der Welt, und das ist die NATO, bei dieser Aufrüstungsentwicklung an vorderer Front mitspielt. Und das wird so ein bisschen kaschiert von Ihnen. Aber die Erklärung von Wales, die lautet, ja, wir wollen darauf abzielen, das zu erreichen. Wissen Sie, was das heißt? Das hat ungefähr den rechtlichen Gehalt von der Zeile danach, lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Nein, das ist 2014 beschlossen worden. Und das Problem, was Sie daraus gemacht haben, ist, dass Sie aus einer unverbindlichen Absichtserklärung plötzlich eine bindende Haushaltsrichtlinie gemacht haben. Sie haben sich das zu eigen gemacht. Und das hat überhaupt gar nichts mit Russland zu tun. Das war schlicht und ergreifende Antwort auf das Vorgehen des größten NATO-Zerstörers überhaupt, nämlich Donald Trump. Um Donald Trump zu beschwichtigen, um einen Handelskrieg abzuwenden. Deswegen hat sich Frau Merkel, haben sich die SPD und die CDU die allgemeine Absichtserklärung von Wales zu eigen gemacht in der Interpretation Donald Trump, dass das die Beiträge zur NATO sind, die man zu leisten habe. In der Logik argumentieren Sie heute hier. Und wenn man dann über die Frage spricht, ist das überhaupt nötig? Das muss ja beantwortet werden. Dann müssen Sie doch mal aufs Argument eingehen, wo ist denn die Fähigkeitslücke, die die NATO gegenüber Russland hat? Die NATO gibt 14 Mal so viel für Verteidigung aus wie Russland. Und wenn Sie die Amerikaner und die Kanadier rausrechnen, dann geben die europäischen NATO-Mitglieder 3 Mal so viel aus wie Russland. Das ist die Realität. Und wenn Sie glauben, dass dann immer noch eine Fähigkeitslücke ist, dann sage ich Ihnen, diese Fähigkeitslücke hat dann nicht mit mehr Geld zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass Sie das Geld falsch ausgeben, Frau Ministerin. Und man muss es auch sagen an dieser Stelle, Sie haben sich ja vorgenommen, jetzt den Rüstungsetat um ein Drittel zu erhöhen. Das ist das, was Sie eben hier vorgetragen haben. Wenn Sie das 2-Prozent-Ziel umsetzen, dann gibt Deutschland alleine mehr für Rüstung aus als Russland. Es gibt mehr aus als die Atommächte Großbritannien und Frankreich. Und ich glaube, das ist ein falscher Weg, auf den wir uns hier bewegen. Letzten Tage habe ich ja oft gelesen, warum CDU und SPD bei Wahlen so schlecht abschneiden. Dann gibt es eine gemeinsame Erklärung, wir streiten uns zu viel. Da sollten Sie noch mal drüber nachdenken. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Sie deswegen verlieren an den Punkten, wo Sie sich zu einig sind. Und das ist einer der Beispiele, wo Sie sich zu einig sind. Und erzählen Sie mir nicht, liebe Genossinnen und Genossen, dass ihr das 2-Prozent-Ziel nicht mögt. Da lese ich aber anderes. Ich habe dieser Tage einen Aufsatz eures ehemaligen Außenministers gelesen, der gesagt hat, das 1,5 ist gut, das machen wir auch. Das ist das, was ihr beschlossen habt in der Koalition. Und dann nehmen wir noch mal 0,5 und die geben wir in einen europäischen Verteidigungsfonds. Dann ist man bei den 2%. Und da sage ich, da liegt euer Problem, dass ihr in diesen Fragen vor den Schwarzen einknickt und genau das macht, was sie vorher gesagt haben, nur mit 5 Jahren Verspätung. Ich glaube, dass das ganz schwierig wird, weil wir haben
gestern eine Debatte gehabt, zum Beispiel, wir werden es auch gleich wieder haben, zum INF-Vertrag. Das Außenministerium weigert sich, das sozialdemokratische Außenministerium, Heiko Maas, SPD, weigert sich, öffentlich zu erklären, dass, wenn der INF-Vertrag aufgekündigt wird, die Bundesregierung keine Stationierung von nuklearen Waffen, hier Mittelstreckenraketen, in Deutschland zulassen wird. Das wurde strikt verweigert. Und ich sage Ihnen, das ist nicht mehr 1918. Das ist 1981, was da passiert. Die Sozialdemokratie hat sich von der oder hält fest an der nuklearen Teilhabe. Es weigert sich auszuschließen, dass nukleare Mittelstreckenraketen hier stationiert werden sollen. Und da sage ich Ihnen, Sie bewegen sich wieder in der Helmut-Schmidtschen Logik der Abschreckung. Und Abschreckung, das ist ein Konzept, das kürzt man auf Englisch zu Recht mit Mad an. Das ist nämlich die Bedrohung mit gegenseitigem Selbstmord. Und wir alle haben gedacht, dass wir diesen Irrtum langsam überwunden hätten. Aber bei euch schon das nicht der Fall zu sein. Vielen Dank, Herr Kollege Trittin. Es ist Ihnen gelungen, die Kollegin Strack-Zimmermann richtig in Ballung zu bringen. Das ist ja schon mal was. Als Nächstes spricht zu uns der Kollege Jens Lehmann, CDU-CSU-Fraktion.